Hallo, meine Lieben, und willkommen im Chaos. Ich weiß gar nicht mehr, ich bin so froh, dass heute der Tag des Umzuges ist. Wir nehmen euch natürlich mit, unser Helfer. Es ist, wie spät haben wir? 7:30 Uhr morgens und die Leute, die tragen hier schon die Sachen durch die Gegend. Nee, also ich zeige euch gleich mal einen Rundumblick. Ihr habt ja hier bei YouTube noch gar nicht so viel gesehen, tatsächlich. Von dem Umzug. Auf Instagram auf jeden Fall viel, viel mehr. Falls ihr mir da noch nicht folgt, folgt mir gern. Aber ihr seht schon im Hintergrund, es ist hier auf jeden Fall Chaos ausgebrochen. Wir haben keine Möbel mehr. Richtig, es ist alles abgebaut. Aber ja, heute geht's los. Heute gehen wir ins neue Heim. Heute ziehen wir um. Und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Drückt uns auf jeden Fall die Daumen. Es regnet natürlich. Es ist seit Wochen trocken bei uns, aber heute regnet es. Aber besser als 30 Grad im Schatten. Wir sind gespannt, wie es nachher klappt mit den ganzen Kartons, ob die alle durchtränkt sind nachher. Mal schauen. Ich zeige euch auf jeden Fall mal kurz, was wir schon alles eingepackt haben und dann starten wir auch mal. So, Leute, also wir haben hier wirklich nur noch so kleine Gänge zwischen den Sachen, wo wir so durchkommen. Der Rest ist komplett eingepackt. Das hier ist eigentlich alles an Kartons und Kleidung. Die Kleidung haben wir hier alle in so Tüten drin und die Tüten haben auch alle oder alle Kartons und Tüten haben hier farbliche Aufkleber. Genau, die Helfer können einfach auf die Farbe schauen und das dann in die richtigen Zimmer bringen. Ja, hier haben wir schon den ersten Schrank und ihr seht, das geht auf jeden Fall ordentlich nach hinten. Also es ist im Endeffekt ja unser halber Spielraum hier voll. Wir haben uns aber eine richtig coole Idee ausgesucht, deswegen steht jetzt auch hier alles, denn wir haben hier unten eine Rampe gebaut. Und mit dieser Rampe können wir nachher alles hier rausschieben und dann später in den Anhänger. Das zeige ich euch dann auf jeden Fall noch. Wir haben zum Glück einen LKW und da passt das hoffentlich alles rein. Ich habe alles hoffentlich auch gut gepackt, dass hier nichts auseinanderbricht, aber ja, wir hoffen einfach mal. Hier geht es auch weiter. Hier sind unsere Küche haben wir komplett auseinandergebaut. Dreckige Wäsche haben wir auch noch. Ja, Fernseher, alles eingepackt. Ihr seht, das wird auf jeden Fall nicht besser hier. Hier stehen noch ein paar Möbel. Aber das war es auch eigentlich fast an alles, was wir im Möbel mitnehmen. Genau, wir nehmen ja weder Sofa noch irgendwas anderes mit. Das Einzige, was wir jetzt noch neben diesen Sachen mitnehmen, ist unser Bett. Ja. Und das müssen wir gleich noch runterholen. Weil das steht noch oben. Da haben wir natürlich noch drin geschlafen. Aber sonst ist alles eingepackt. Ich zeige euch mal oben, da ist nämlich ganz schön leer. So, hier ist Kinderzimmer Nummer 1. Auch alles leer. Das müssen wir gleich noch abbauen schnell. Es kommt noch mit auf jeden Fall. Genau, der Rest bleibt eigentlich hier. Außerdem Playmobil-Männchen werden wir noch mitnehmen und die Tony-Box auf jeden Fall. Sonst bleibt hier alles leer. Der Schrank ist auch schon leer und der bleibt auch hier vor Ort. Beziehungsweise kommt der weg. Der ist schon bei Kleinanzeigen zu verschenken drinne. Genau, und sonst ist hier erstmal alles leer. Können wir erstmal Licht ausmachen hier. Dann haben wir Kinderzimmer Nummer 2. Hier steht auch nur noch die Matratze. Die kommt jetzt gleich mit. Der Rest bleibt hier. Hier steht noch ganz viel Kleidung, was ich jetzt alles noch eingepackt habe. Auch das Badezimmer ist eigentlich komplett leer. Hier habe ich jetzt gestern noch unsere Mülleimer ausgewaschen, einmal komplett. Genau. Und dann kann es jetzt losgehen. Ein super Tipp von mir. Holt euch für Kleidung und Bettwäsche und sowas diese IKEA-Tüten hier. Wir haben alles an Kleidung da reingetan und auch noch in unsere Koffer. Genau, das ist super platzsparend und da passt echt jede Menge rein. Es geht weiter. Wir sind jetzt im Schlafzimmer angekommen und werden jetzt einmal das Bett abbauen. Wir haben hier schon, das ist so dunkel hier, weil wir. Das ist ja ein Boxspringbett. Wir haben die große Matratze jetzt hier schon gegengelehnt. Topper ist schon unten. Den haben wir so eingerollt und zugebunden. Und jetzt wird hier gerade geschraubt. Kinder gucken ein bisschen Fernsehen. Ja. Da schrauben wir jetzt. Genau, das ist irgendwie so zusammengeschraubt. Keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass wir dieses Riesending hier runterkriegen. Weil das ist schon sehr groß. Mal schauen, ich hoffe, das klappt. Als wir es bekommen haben, war es nämlich vakuumiert. Das war ein bisschen einfacher. Licht ausmachen. Klappt es? Ja.
Das war nicht mit Imbus, aber egal. Ach, echt? Oh. Oh, pass auf, es bewegt sich. Kommt der Teppich mit? Nein. So, Leute, es ist vollbracht. Unser Fleißiger Helfer hat auseinandergeschraubt hier. Und jetzt versuchen wir mal runter oder willst du warten? Was? Wollen wir versuchen runterzutragen? Kannst du runtertragen. Gut, los geht's. Hier, 3-Mann-Power. Hat funktioniert. Lass den Mann mal machen. Sind wir eigentlich da, Janik, ey? Macht ja alles allein. Schatz, nicht runterfallen. Wir brauchen dich noch. Für den Rest des Bettes. Oh Mann. Der ist euch verrückt. Sollen wir helfen? Ich glaube noch nicht. Komm wieder. Oh, ich schaff's nicht auch, ja? Komm, ich helfe dir. Oh, ich schaff's nicht runter. Wir machen Woman Power. Warte mal. Oh, mein Fuß. Oh, ich passe nicht mit dem zusammen durch die Tür. Woman Power. Ja, nee, glaub, du musst es runtertragen. Das ist nicht gut. Oh Gott, du hast mir der auf der Hand. So, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es mal probiert und jetzt ist es auf jeden Fall viel, viel kleiner. So kriegen wir es auf jeden Fall super runter erstmal und dann nimmt natürlich auch weniger Platz weg im Anhänger nachher. Perfekt. Ich glaube, das kennt man, ne? Unter dem Bett hier so ein riesen Chaos. Aber egal. Hauptsache meine neue Wohnung ist nachher ordentlich. Das halt jetzt richtig hier. Verrückt. So, jetzt fehlt hier auch nur noch der eine Koffer. Und dann haben wir das hier auch schon wieder. Oh, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir kommen gut voran. Ich bin echt mega, mega glücklich um unsere Helfer. Das ist echt Gold wert. Wir sind extra 2 Kilometer gefahren hier, ja? Nur für uns. So, Leute, es geht los. Wir sind voll dabei und schau mal, wie wir schon einfach geschafft haben. Es geht so schnell gerade. Ich komme gar nicht hinterher mit dem Film. Mein Schatzi ist da und wir haben ja hier diese Rampe gebaut. Das ist so genial. Wir schießen hier die Kartons einfach runter und schaut mal, wie viele wir einfach schon geschafft haben. Der LKW ist übrigens auch schon da. Was denn? Ja. Jetzt kommt meine Steuererklärung. Gina, pass bitte auf. Das schaffe ich. Jetzt schaut mal, wie genial das ist. Zack und fertig. Und das machen wir schon die ganze Zeit. Und wir sind so, so schnell. Die Kissen kannst du auch runter. Da ist nur ein bisschen Deko drin. Alter. Marvin! Also, der macht gerade alles alleine. Schaut mal, wie schnell das geht. Ey. Ist das genial. Der könnte ein bisschen schneller kommen. Zack, da schon voll. Alles schon weggeräumt. Das ist so einfach super. Mega. So, jetzt muss ich aber auch mal ranklotzen hier. Yeah! So, zack, zack, alles am Abwickeln hier. Ich glaube, wir werden einen Rekord im Umzug aufstellen. Wie geil! Hui! Also, falls ihr die Möglichkeit habt, baut so eine Rampe. Das ist top. Wir hätten das niemals geschafft, wenn wir alles die Treppe runter mussten. Das ist so geil. Geil, ey. Ich feier das. Soweit. Ich muss mich ausziehen.
Oh Gott, es ist so leer hier. So, meine Lieben, wir sind im neuen Haus. Schaut euch das an. Echt verrückt. Es sieht hier aus. Es ist Wahnsinn. Hier stehen teilweise neue Sachen, teilweise unsere Sachen. Es stehen auch schon ein paar Möbel. Genau, hier zum Beispiel. Aber alles im Allem ist hier einfach Chaos, wie ihr seht. Ja. Küche ist auch noch nicht bewohnbar. Schau ich das an. Mein ganzes Inventar. Ihr gehört auch zu meinem Inventar, unser Helfer. Frühstücken gerade. genau, Hausschlüsselraum auch ebenso. Oder? Gestern war das so schlimm, dass man hier gar nicht mehr reingekommen ist. Aber ich konnte jetzt gestern immerhin schon mal trocknen. Und ja, hier meine Wäscheschränke stehen auf jeden Fall schon mal. Das ist also alles schon mal safe. Da oben haben wir auch schon ein bisschen was eingeräumt. Ja, das Einzige, was komplett fertig ist, ist Gästebad. Genau, das ist fertig. Sonst ist hier wirklich Chaos. Ich zeige euch mal oben. Ich will mal so einen kleinen Einblick jetzt. Übrigens, habe ich auch noch gar nicht gezeigt, ne? Wir haben jetzt hier oben die Decke ja aufbekommen, weil hier oben ja nochmal eine neue Treppe reinkommt. Ich versuche euch das mal zu zeigen kurz. Also hier bin ich ja gerade hochgekommen. Die Kinder spielen übrigens gerade. Und hier, diese Wand wird weggerissen. Und dann kommt hier noch eine ganz normale Treppe so nach oben. Genau, und dann kommt man hier eben zu unserem Dachboden, den wir schon ausgebaut haben. Und dann, genau, ist das fertig. Genau. Hier ist Schlafzimmer. Da ist Felix gerade. Ja. Hier macht Felix gerade die Plissés dran. Die habe ich extra bestellt. Ich kann mal schauen, wenn wir zufrieden sind, verlinke ich euch die. Die habe ich einfach ganz günstig bei Amazon bestellt hier. Genau, hier im Platz haben wir grau genommen, weil ja alles grau ist. Der Schrank steht auch. Schaut mal, den haben wir gestern auch schon eingeräumt. Super viele Kartons, einfach weil wir ein Ankleidezimmer hatten. Und das war halt auch nicht nur ein Ankleidezimmer, es war auch eine Abstellkammer. Und all das ist jetzt hier in den Kartons. Da müssen wir halt mal schauen, wie wir das machen. Aber auf jeden Fall sind unsere Klamotten schon mal alle drin. Unser Bett steht. Ist schon mal alles fertig. Dann haben wir das Bad, das ist auch total Katastrophe. Also da steht auch nur alles rum, weil wir hier noch keinen Schrank haben. Also brauchen wir unbedingt so einen Unterschrank und das Waschbecken, damit wir halt was wegstellen können. Nee, jetzt haben wir halt überhaupt gar keinen Platz. Kinderzimmer ist ja, bei unserer Kleinsten eigentlich schon fertig. Da ist noch ein Karton, sonst haben wir alles weggeräumt. Kleiderschrank auch alles eingeräumt, die Kinder sind auch kräftig am Spielen. Bett ist fertig. Genau, bei unserer Großen haben wir ein bisschen Platzproblem. Tatsächlich habe ich gar nicht mit gerechnet. Aber ihr seht, die Kinder sind ja übrigens auch fleißig am Spielen gerade. Wir haben ja echt ein mega Platzproblem. Ich werde auf jeden Fall, denke ich mal, über die Hälfte Spielzeug aussortieren. Obwohl wir schon aussortiert haben im alten Haus. Aber wir werden nochmal aussortieren. Und genau, hier muss auf jeden Fall was weichen, weil wir haben den Platz einfach nicht. Bei ihr ist auch noch das Problem, dass sie noch keinen Kleiderschrank hat. Der kommt halt hier in 2 Wochen erst an, beziehungsweise in 10 Tagen. Und dementsprechend stehen halt hier noch ihre Klamottentüten und hier in den Kartons sind auch noch Klamotten. Also die 2 sind auch noch voll mit Klamotten, nur hier unten ist noch Spielzeug drin, sonst ist alles nur mit Klamotten. Und ja. Also ihr seht, glaube ich, wir haben hier echt ein Platzproblem. Hier muss auch noch heute die Gardinenstange ran. Bei unserer Kleinsten ist die hier schon dran. Genau. Ja. Also ihr seht, es ist noch viel zu tun und wir haben schon super viel geschafft und wir sind echt super glücklich und echt dankbar für unsere Helfer. Wir hatten gestern das Haus voll. Ich sage es euch, wir hatten so... Ich habe echt Glück, dass ich so eine große Familie habe und alle haben echt wunderbar geholfen. Und genau, vor allem unsere Helfer, die extra 200 Kilometer hergefahren sind. Die haben jetzt auch sind auch extra noch über Nacht geblieben, dass sie uns wirklich noch helfen können heute mit den letzten Aufbauarbeiten. Meine Eltern kommen auch gleich nochmal und helfen uns noch. Weil heute ist auf jeden Fall auch noch die Küche dran. Das ist nämlich noch richtige Baustelle. Wir haben da gestern unseren Herd noch eingebaut und heute steht auch unser Zerranfeld dran. Wir müssen aber noch ein Stück vom Schrank abschneiden. All sowas. Also ja, da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was und das ist noch richtige Baustelle. In 2 Tagen kommt auch unser neuer Kühlschrank. Ich habe noch einen Kühlschrank bestellt. Hier muss noch der Fernseher an die Wand. Also ihr merkt, Umzug, typisch Umzug. Man muss erstmal ausräumen, ankommen und alles fertig machen. Genau, ich kann euch noch kurz zeigen, Felix hatte gerade noch die Lampen in den Kinderzimmern angebaut. Die hatten bis dato jetzt noch keine Lampen.
Aber die sind super schön geworden. Schaut mal hier oben. Die habe ich super schön im Schnäppchen bekommen. Wartet. So, genau. Also da kann man so das Licht in verschiedenen Farben einstellen. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber es ist so ein kleiner Sternhimmel drin. Ne? Und das finde ich super, super süß für die Kinder. Genau. Und wir wollten halt schön helles, freundliches Licht haben. Also LED-Spots. Und ich finde die süß. Die habe ich echt im Angebot bekommen im Baumarkt. 50 Euro das Stück. Und die haben jetzt beide Kinder drin. Kann ich das nochmal bei der Großen zeigen. Genau, die hat dasselbe. Die hat jetzt gerade hier an der Fernbedienung rumgespielt. Aber im Endeffekt wäre es dieselbe. Aber die kannst du halt dimmen. Und ja, ich finde die echt total süß. Hier ist der neue Fernseher. Der ist hier fürs Schlafzimmer. Habe ich extra einen neuen geholt. Weil unser alter aus dem Schlafzimmer, der war hier zu groß für die Ecke. Und der soll halt hier direkt an die Wand. Genau. Und deswegen müssen wir da erstmal... Er muss sich da jetzt einen kleineren holen und genau, dann habe ich mich für diesen entschieden. Das ist irgendwie so ein LG Smart TV, war einer der günstigsten in der Größe. Ja, und sonst, wie gesagt, der Schrank ist mega. Wir können den auch sogar, wir haben so ein bisschen Lichter dran. Genau, kannst du auch hell und dunkel machen und ja, da sind wir auf jeden Fall mega glücklich. Das haben wir gestern alles noch eingeräumt und das ist echt mega. Wir hatten ja vorher kaum Platz. Im Ankleidezimmer. Und jetzt haben wir alles hier richtig schön sortiert, sogar richtig mit Hosenaufhänger und sowas. Und hier kann ich euch auch nochmal zeigen. So alles richtig mit Kisten und sowas. Richtig toll gemacht. Und I love it. I love it. So, Felix hat schon mal hier probiert. Ja, wie gesagt, hier haben wir uns für grau entschieden. Ich finde irgendwie, dass es so ein bisschen lila durchschimmert. Schaut mal, das ist eher so ein beige. Braucht einmal nur die Nagelschere von oben. Ja, genau. Ich hoffe, mit dem Lila würde es hier passen, weil die Wand ist ja lila. Aber ich hoffe nicht, dass es jetzt so komplett beige schimmert. Das ist aber gut. Die sind ja meistens immer nur im Dunkeln oben. Hier wird jetzt gesägt. Zahnfeld. Meine neue schicke Spüle. Soll ich sägen, oder? Du hältst den Staubsauger, schnell! Halt den Staubsauger! Warte, halt!